Zugeschaltet aus Berlin ist uns der Nahostexperte Daniel Gerlach. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, wir haben ja gerade Rishi Sunak gehört. Unterstützung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der Aufruf, Israel zurückhaltend nun zu agieren, sich zu mäßigen. Übrigens ein Aufruf, der ja aus Washington, Berlin, Paris und ja eben auch aus London fast wortgleich kommt. Herr Gerlach, wie kurios ist denn das in dieser Situation, nachdem Israel massiv angegriffen worden ist in der Nacht zu Sonntag, dass jetzt die Aufrufe zur Mäßigung ausgerechnet Richtung Jerusalem kommen? Das ist überhaupt nicht kurios, denn der Ball liegt ja jetzt eindeutig im israelischen Feld. Israel hat ja diese nächste Eskalationsstufe eingeläutet mit dem Angriff auf das Generalkonsul, auf das Konsulat in Damaskus, das iranische, am 1. April. Iran betrachtet aus seiner eigenen Perspektive diesen Angriff, der nicht nur hochriskant war, sondern viele hundert Menschenleben in Israel hätte kosten können, als maßvolle Antwort. Jetzt ist der Ball im israelischen Feld und Israel ist in der komfortablen Situation, jetzt darüber zu entscheiden, wie und wann es darauf reagiert. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass die europäischen Staaten wissen, dass der nächste Schlag von Israel aus gehen würde. Denn Iraner haben ja sogar, und das wiederum ist kurios, nach diesem Angriff angekündigt, das war es jetzt erstmal für uns. Wir haben nicht vor, weiter in Aktion zu treten. Ja, interessant ist ja auch jetzt, wo wir schon bei Teheran sind, mal darauf genauer zu schauen, was hat denn Teheran mit diesem Angriff eigentlich erreicht, außer dass Gaza und die Situation nun aus den internationalen Schlagzeilen raus ist? Ja, da sieht man, dass das Schicksal der Palästinenser dann am Ende doch nicht so wichtig ist für Teheran. Und die Folgen haben Sie ja gerade beschrieben. Das westliche Bündnis steht jetzt gerade hinter Israel und atmet, glaube ich, sogar auf, dass man sich nicht mit diesem für alle unangenehmen Krieg in Gaza beschäftigen muss, sondern jetzt eigentlich Solidarität bekunden kann. Aber schauen wir uns mal an, was die Iraner tatsächlich erreicht haben. Ich glaube, dass es ein strategischer Fehler war, den sie begangen haben. Aber ein solches Regime handelt einer bestimmten Logik nach bestimmten Mechanismen. Da kommt es auch nicht darauf an, was internationale Analysten darüber denken, sondern da glaubt man eben als Großmacht auch eine höhere Einsicht zu haben, was die eigenen Interessen sind. Aber schauen wir uns ganz ehrlich an, was sie tatsächlich erreicht haben. Wenn die Iraner tatsächlich die Auswertungskapazitäten haben und sich genau anschauen können, wie die israelische Luftabwehr funktioniert und wie alle Mechanismen bei der Abwehr dieses ja angekündigten, lange angekündigten Anschlags stattgefunden haben, dann lässt das natürlich viele Rückschlüsse zu. Auch wissen die Israelis, sie haben zwar siegreich diesen Angriff zurückgeschlagen mit Unterstützung westlicher Staaten und auch einiger arabischer Staaten, aber erstens sind diese Abwehrmaßnahmen extrem kostspielig. Und zweitens wissen die Israelis ganz genau, wenn die nächste Salve kommt und wenn sie eventuell auch umfangreicher ist, dann kann das viele Opfer kosten. Und da sind die Iraner im Vorteil, denn für das iranische Regime sind eigene Verluste eingepreist. Für Israel sind eigene Verluste gerade in großer Zahl durch Raketenschläge nicht hinnehmbar. Mhm. Und deswegen können die Israelis natürlich jetzt triumphieren, aber sie wissen auch, dass das Ganze eine Eskalation für sie gefährlich wird. Ja, schauen wir noch einen Moment bitte auf das Regime in Teheran, im Iran. Dieses Regime hat ja seinen Einfluss in den letzten Jahren massiv erweitert in der gesamten Region. Irak, Syrien, Libanon, Jemen und so weiter. Wie gefährlich ist diese Entwicklung für Israel? Also ich stimme Ihnen nicht ganz zu. Da ist die Frage, was sind die letzten Jahre? Iran hat tatsächlich, sagen wir so bis 2015 oder in diese Zeit, seinen Einfluss massiv ausgebaut, hat aber auch seine Politik ein Stück weit verändert in den letzten Jahren wieder und hat auch wieder einen Einfluss verloren. Iran hat vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt, mit seinen Nachbarn am Golf, insbesondere mit dem langjährigen Erzrivalen Saudi-Arabien, wieder eine Verständigung gefunden, Botschaften ausgetauscht. Mhm. Und eigentlich ist dieses System, was sie da aufgebaut haben mit den Milizen der Region, das hilft vielleicht dem Regime, aber es ist langfristig durchaus in der Kritik in Iran, ob das nicht eher mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Und insofern bin ich nicht ganz überzeugt davon, dass der Einfluss der Iraner tatsächlich zugenommen hat. Diese Eskalation in Gaza, dieser verheerende Krieg in Gaza, der hat den Iranern wieder Argumente gegeben, auch international wieder Unterstützung zu bekommen, übrigens nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch von anderen externen Akteuren. Daniel Gerlach, der Nahost-Experte, war das. Danke für den Moment. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Also die internationalen Reaktionen haben wir jetzt abgearbeitet. Schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Region selbst hinein. Herr Gerlach, wie bewerten Sie die Reaktionen der arabischen Staaten? Ich glaube, dass einige der arabischen Staaten sich da sehr konstruktiv verhalten haben. Und zwar nicht nur, wie der israelische Verteidigungsminister dann gesagt hat, die sunnitischen Staaten. Auch die Republik Irak hat hier
eingegriffen und hat versucht, Mediation zu leisten, die Amerikaner offensichtlich frühzeitig zu informieren. Auch aus der Türkei ist zu hören, dass man da die Informationen relativ schnell weitergegeben hat. Also die arabischen Staaten, die sich auch beteiligt haben am Abfangen dieses Angriffs, die haben das auch im eigenen Interesse getan. Nicht um einen Dienst an Israel zu leisten, sondern um deutlich zu machen, wir können uns eine solche Eskalation nicht leisten. Und wenn oft über das Thema Flächenbrand gesprochen wird, dann ist ja immerhin positiv anzumerken, dass diese Staaten offensichtlich diesem Flächenbrand, also dieser regionalen Ausweitung entgegenwirken wollen. Und es handelt sich hier, glaube ich, nicht um eine Allianz mit Israel, sondern die arabischen Staaten sind genauso dagegen, dass Israel Iran angreift und versuchen das zu verhindern und haben das auch relativ deutlich gesagt. Einer der engsten Verbündeten, wenn man von einem Verbündeten sprechen kann, die Vereinigten Arabischen Emirate, waren das erste Land, das den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat am 1. April verurteilt hat, obwohl sie eigentlich mittlerweile eine strategische Allianz mit Israel haben. Also die Beunruhigung, die ist allenthalben groß und die arabischen Staaten wollen auf jeden Fall nicht, dass das weitergeht. Am Ende des Tages war Iran am Terroranschlag am 7. Oktober mit beteiligt. Jetzt dieser Angriff auf Israel. Wir haben Frau Baerbock gerade gehört. Sie hat mit ihrem Amtskollegen in Teheran telefoniert, also dem Außenminister Teherans. Wie ist auf dieses Regime in dieser aktuellen Situation Druck auszuüben? Zunächst mal, also die Feststellung, die Sie gerade getätigt haben, dass Iran an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt sei, da der Beweis ist noch nicht gebracht. Es scheint ja eher so gewesen zu sein, dass die Iraner natürlich konstant die Hamas unterstützt haben, aber von dieser Situation und in diesem Zeitpunkt eben weder informiert waren noch begeistert davon waren, dass sie durch die Hamas, also eine Organisation, die jetzt nun wirklich nicht ihnen so eng am Herzen liegt, in Mitleidenschaft und in Zugzwang gebracht werden. Insofern glaube ich, dass die Iraner sehr ihr eigenes strategisches Spiel spielen und solche Gruppen wie Hamas nur dann unterstützen, wenn es ihnen auch gerade in dieser geopolitischen Situation nützt und wenn es nicht so kommt, dass das Investment quasi dann am Ende den Iranern eher zur Last fällt. Druck ausüben kann man natürlich auf Iran, aber jetzt ist die Frage, möchte man vermittelnd wirken, möchte man deeskalieren oder möchte man die Situation verschärfen? Wenn man die Situation verschärfen möchte, dann kann man weiter Druck ausüben. Man sollte sich allerdings in Europa darüber im Klaren sein, die Situation ist nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Es gibt etliche Staaten der Welt, China, Russland, Indien, Brasilien, die mit der europäischen Position oder der westlichen Position nicht unbedingt mitziehen. Und die, ja, ausgesprochen Gerlach, oder nicht ausgesprochen, auch Iran in der Defensive Gerlach, sehen hier. Das ist klar, aber wir sind immer noch ein ganz wichtiger Handelspartner Teherans. Naja, der Handel ist ja relativ stark zurückgegangen, auch im vergangenen Jahr, wenn ich die Zahlen, wenn ich darüber richtig informiert bin. Das heißt, der Handel mit Iran spielt für Deutschland ja keine besonders große Rolle. Es gibt andere europäische Staaten, die zwar nicht so groß sind, aber für die der Handel mit Iran schon noch eine größere Rolle spielt. Natürlich kann man Handelssanktionen verschärfen, aber die Sanktionen sind ja schon noch relativ scharf und es gibt ja kaum die Möglichkeit, Finanzgeschäfte mit Iran zu machen. Und man muss sich darüber immer im Klaren sein, Druck auszuüben, was bringt das? Sollte man tatsächlich darüber nachdenken, wie man das sinnvoll angeht. Aber man trifft eben auch die Bevölkerung in Iran, die Zivilgesellschaft, diejenigen, die überhaupt mit diesem Regime und mit diesem Angriff am vergangenen Wochenende überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und die leiden eben darunter auch. Sagt Daniel Gerlach, der Nahostexperte, zugeschaltet aus Berlin. Ich sage danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen.